Willkommen zu einem neuen Video auf Einfach erklärt. Heute zeige ich euch, wie ihr euch eine Taste auf eurem Elgato Stream Deck erstellt, mit der ihr laufende Programme oder Spiele mit nur einem Druck auf diese Taste beenden könnt. Also eine Art Kill-Switch. Die Taste, die wir gleich erstellen, entspricht der Task-Beenden-Funktion des Windows Task Managers. Diese Lösung ist also eher dazu gedacht, beispielsweise ein Spiel, das öfter mal Probleme bereitet, einfach zu beenden. Im Normalfall müsste man hierzu zunächst per Tastenkombination den Task Manager öffnen, dann das Spiel heraussuchen und so weiter. Mit dem Stream Deck geht das deutlich einfacher. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr jetzt. Um eine solche Taste zu erstellen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir ziehen uns Öffnen aus System auf unser Elgato Stream Deck. Jetzt benötigen wir den Namen des Programms oder des Spiels, welches wir beenden möchten. Hierzu öffnen wir den Task Manager und schalten, falls noch nicht geschehen, in die erweiterte Ansicht. Jetzt wechseln wir auf das Register Details und suchen nach dem Programm oder dem Spiel. Das Programm oder Spiel muss natürlich gestartet sein, andernfalls taucht es hier nicht auf. Alternativ können wir auch im Installationsverzeichnis der entsprechenden Anwendung oder des Spiels nachschauen. Wir merken uns den Dateinamen und wechseln zu unserem Elgato Stream Deck Fenster. Hier geben wir jetzt bei der Schaltfläche, die wir gerade auf unser Stream Deck gezogen haben, unter App-Datei folgendes ein. Task-Kill ist hierbei der Befehl, der den entsprechenden Prozess beendet. Mit dem Schalter IM geben wir an, in welcher Form wir die Daten zu dem Prozess übergeben. In unserem Fall ist das der Dateiname. Nachdem wir nun alles soweit eingegeben haben, verpassen wir der Taste noch ein passendes Symbol. Fertig. Sobald wir die Taste jetzt drücken, wird unser Prozess beendet, ohne Rückfrage, sofern er läuft, versteht sich. Natürlich sollte diese Taste nur verwendet werden, wenn es nicht anders geht. Als eine Dauerlösung zum Beenden von Programmen oder Spielen eignet sich das nicht. Der Grund hierfür liegt ganz einfach darin, dass ihr den entsprechenden Prozess einfach radikal beendet. Es erfolgt keine weitere Aktion seitens des Programms oder des Spiels. Das bedeutet, dass beispielsweise der Inhalt einer Textdatei nicht gespeichert wird. Auch der Status eines Spieles geht unter Umständen verloren. Wir konnten an diesem Beispiel wieder einmal sehen, dass das Elgato Stream Deck keinesfalls nur für Streamer geeignet ist. Es ist einfach ein hilfreiches Gerät, mit dem sich so allerhand anfangen lässt. Wenn ihr weitere Informationen zum Task-Kill-Befehl möchtet, so könnt ihr die Hilfe zu diesem Befehlszeilenprogramm folgendermaßen aufrufen. Klickt auf Start und gebt Eingabe ein. Wählt jetzt die von Windows vorgeschlagene Eingabeaufforderung aus. Hier angekommen, geben wir folgendes ein. Und das war es auch schon wieder. Wie immer würde ich mich über ein Like und Kommentare freuen. Bis zum nächsten Mal.